Schnell hin, schnell wieder weg und am besten mit 3 Punkten im Gepäck. Genau das ist Borussia Dortmund gelungen beim Champions League-Spiel in Brügge. Am Mittwochabend langte es zu einem ganz, ganz souveränen Sieg. Und darüber möchte ich sprechen mit unserem BVB-Reporter Tobias Jören, zu dem wir jetzt schalten. Hallo Tobias, und 3:0 ist das Spiel ausgegangen in Brügge. Es klingt sehr, sehr klar und einseitig. War es das denn auch? Ja, das war es. Das Spiel war schnell entschieden. Es ging ja schon zur Pause mit einem 3-0 in die Kabine. Und da war eigentlich klar, dass der BVB im Schongang schon auch mit Blick auf das Bayern-Spiel die zweite Hälfte bestreiten kann. Da war dann auch nicht mehr so die ganz große Würze drin im zweiten Durchgang. Und insofern war es tatsächlich ein sehr kurzer Trip nach Belgien, aber ein sehr erfolgreicher, der alle BVB-Protagonisten sehr zufriedengestellt hat mit einem ganz eindeutigen Sieg, weil spätestens nach dem 2-0 eigentlich klar war, wer als Sieger vom Platz gehen würde, und das 3-0 durch Erling Haaland hat dann auch die letzten Restzweifel, falls es denn überhaupt noch welche gegeben hat, beseitigt. Nach solch einem Spiel stellt man ja gern mal die Frage, woran hat es denn gelegen, dass es eben so eindeutig war? War der BVB einfach so stark oder war Brügge einfach zu limitiert? Was hat den Hauptausschlag gegeben? Ich fand schon, dass der BVB vor allen Dingen wirklich einfach eine sehr seriöse, sehr professionelle Einstellung an den Tag gelegt hat, das Spiel total ernst genommen hat, er so ein paar Minuten vielleicht gebraucht hat, um reinzukommen, aber dann immer besser in Fahrt gekommen ist. Dann fiel das 1-0, das 2-0 schnell hinterher und dann lief es wirklich gut. Brügge hatte dann auch eigentlich in der Offensive fast keine nennenswerten Aktionen mehr. Die Defensive stand wieder gut. Das ist im Moment der Schlüssel, weil jetzt das 4. Spiel in Folge, dass der BVB ohne Gegentor über die Bühne gebracht hat. Ja, und vorne ist die Qualität natürlich so hoch, dass es dann immer oder fast immer für Tore reicht. Und insofern, glaube ich, hatte Brügge sich zwar viel vorgenommen, aber der BVB hat eigentlich die Hoffnung der Belgier im Keim erstickt und war dann auch qualitativ die klar bessere Mannschaft. Borussia Dortmund hat erneut zu Null gespielt und das, obwohl die Abwehrformation ja völlig neu zusammengestellt werden musste. Mats Hummels konnte, weil verletzt, nicht spielen. Can noch Covid-19 auch nicht zur Verfügung und dann griff Lucien Favre in die Trickkiste. Ja, das war durchaus ein bisschen überraschend. Er hat sich dann für Axel Witzel entschieden im Abwehrzentrum des BVB. Da war jetzt nicht unbedingt mitgerechnet worden. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er vielleicht zurückgeht zur Dreierkette und das mit Lukas Piszczek und Thomas Delaney an der Seite von Manuel Akanji, das ist ja der eigentlich einzig noch übrig gebliebene, gelernte und gesunde Innenverteidiger beim BVB in diesen Tagen ist, probiert, hat aber nicht gemacht. Er hat hinterher gesagt, es sei Intuition gewesen, dass er an der Viererkette festgehalten hat, und der Erfolg hat ihm natürlich recht gegeben und er hat dann auch ganz klar geurteilt, dass es die richtige Entscheidung war, so zu spielen. Hat Axel Witzel in den höchsten Tönen gelobt, damit war er nicht der Einzige. Hat gesagt, dass er sehr clever gespielt hat, dass er das wirklich hervorragend gemacht hat. Das gleiche Lob gab es auch von Manuel Akanji und von Sebastian Kehl, zumindest ging es in dieselbe Richtung. Axel Witzel hat den BVB auch als Kapitän aufs Feld geführt und er hat eigentlich von Anfang an gezeigt, dass er im eigenen Ball besitzt. Das war weniger überraschend, natürlich eine Bereicherung war für den BVB-Spielaufbau, aber eben auch gegen den Ball tatsächlich mit gutem Stellungsspiel und auch gutem Zweikampfverhalten geglänzt hat. Und insofern ist zumindest in Brügge am Mittwochabend der Ausfall von Mats Hummels nicht weiter oder irgendwie negativ aufgefallen. Und insofern war das eigentlich vielleicht sogar eine der schönen Erkenntnisse dieses Spiels, dass der BVB trotz des Engpasses personell in der Defensive da in Axel Witzel womöglich im eigenen Kader noch über eine weitere Alternative verfügt für die Innenverteidigung. 13-0 gewonnen in Brügge, die Punkte eingesteckt, die Tabellenführung in der Champions League-Gruppe direkt einmal mit erobert. Aber was außer diesen nackten Zahlen kann die Borussia denn noch mitnehmen für das jetzt anstehende Topspiel gegen den FC Bayern? Ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt. Also es hat jetzt in den letzten 4 Spielen kein Gegentor gegeben. Das ist natürlich positiv. Da ist so eine neue Stabilität da, die vielleicht in dieser Form so sogar ein bisschen überraschend ist. Und man hat den Eindruck, jetzt pünktlich zum Topspiel gegen die Bayern ist das Selbstvertrauen so groß und die Brust so breit, wie sie eben sein muss, wenn es dann auch was Zählbares geben soll am Samstag, wenn die Bayern in den Signal Iduna Park kommen. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der BVB wirklich pünktlich zum Topspiel sehr, sehr nah der Topform ist, vielleicht sogar in Topform ist und es jetzt eigentlich tatsächlich losgehen kann und man jetzt mal gucken kann, ob man vielleicht den Schritt weiter ist im Vergleich zur vergangenen Saison, um die Bayern auch im direkten Duell
zu gefährden. In München gab es für den BVB zuletzt richtig deftig auf die Mütze. Was macht dir denn Hoffnung, dass das eben nicht der Fall sein wird, diesmal am Samstag? Das ist richtig. Die vergangenen Auswärtsspiele in München in der Liga, die waren erschreckend. 0-5 und 0-4. In der vergangenen Rückrunde knappes 0-1. Dieser Geniestreich von Joshua Kimmich, der Heber, den Roman Bürki nicht parieren konnte. Da war man eigentlich auf Augenhöhe oder fast auf Augenhöhe. Man hatte hinterher den Eindruck, man hat ein gutes Spiel gemacht aus BVB-Sicht, aber man hat auch kein herausragend gutes gemacht. Ich glaube, das wird es brauchen am Samstag, wenn die Bayern kommen, keine Frage. Ist vielleicht im Moment die beste Vereinsmannschaft der ganzen Welt. Insofern wird der BVB natürlich alles abrufen müssen, was irgendwie abzurufen ist. Ich glaube aber, dass es dann tatsächlich eine Chance gibt, die Bayern zu ärgern. Okay, dann erwarte ich jetzt von dir einen mutigen Tipp für das Spiel am Samstagabend. Wie geht's aus? BVB gegen Bayern. Ja, ich traue mich jetzt noch nicht so ganz auf Sieg zu tippen, aber nach den drei jüngsten Niederlagen mit 0-10 Toren in der Bundesliga im direkten Vergleich mit den Bayern, glaube ich, dass zumindest mal wieder ein Punkt rausspringt und ich tippe auf 2-2. Dann bin ich gespannt, ob du recht behältst. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Einschätzung mit Blick zurück auf Brügge und Blick voraus auf die Bayern. Vielen Dank, Tobias Jören. Am Tag nach dem 3-0-Erfolg in Brügge hat der BVB wieder die ganz normale Arbeit aufgenommen auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Und dahin schalten wir jetzt am Donnerstagabend zu meinem Kollegen Florian Gröger vor dem Trainingsgelände. Florian, schilder uns doch bitte mal, wie ist der Trainingstag heute bei der Borussia abgelaufen? Was gab es Spannendes? Ja, gesehen haben wir nichts. Normal dürfen wir an den Tagen nach den Spielen dann immer zum Auslaufen kommen. Heute wurde uns das leider verwehrt, aber wir sind natürlich trotzdem vor Ort. Die Reservisten sind so gegen kurz nach 16 Uhr auf den Platz gekommen, haben eine gute Stunde gearbeitet, was man so hören konnte am Lärmpegel. Mats Hummels ist da schon wieder vom Hof gefahren, kurz nach 16 Uhr, hat er sich verabschiedet. Aber was wir so hören, er hat zumindest heute eine Laufeinheit absolviert und die Chancen auf einen Einsatz am Samstag im Topspiel sind zumindest gegeben. Er hat aber, wie du sagst, nur individuell trainiert, noch nicht mit der Mannschaft. Für wie groß erachtest du die Wahrscheinlichkeit, dass er auflaufen kann gegen die Bayern? Denn das wird ja auch für die Abwehr des BVB erwartungsgemäß ein harter Brocken werden. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, in der Form, in der Mats Hummels aktuell spielt, ist er, glaube ich, nicht ersetzbar aktuell für Borussia Dortmund. Die Chancen, ja, so ist jetzt nur ein Gefühl. Ich würde mal sagen, so 60-40, dass er spielen kann. Wie gesagt, was wir so hören, dass er heute schon gelaufen ist, ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Muskelfaserriss hatte er ja selbst schon ausgeschlossen oder bestätigt, dass es keiner ist. Hatte da ja auch ein bisschen Humor bewiesen bei Twitter. Also für Muskelfaserriss wäre er ja zu langsam. Das bezieht sich ja so ein bisschen auf die immer wiederkehrende Diskussion, dass er ja nun nicht der Schnellste ist. Aber ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Die Leistungen sprechen für sich in den letzten Wochen. Also da ist er ganz klar der Abwehrchef. Und ja, tritt ja auch in letzter Zeit als Torjäger in Erscheinung. Jetzt sogar 3 Tore in einer Woche erzielt. Also doppelt wichtig für den BVB. Absolut, das wäre ein herber Ausfall, wenn Mats Hummels nicht spielen könnte im Ligagipfel gegen die Bayern am Samstag. Also Mats Hummels, noch ein Fragezeichen hinter ihm. Wie sieht es mit anderen Personalia aus? Auf wen wird der BVB denn nicht zurückgreifen können gegen die Bayern? Ja, also wir haben zumindest noch nichts gehört, jetzt was das Brügge-Spiel angeht, dass es da neue Verletzte gegeben hätte. Lucien Favre hat ja auch wieder ein bisschen rotiert, kann natürlich jetzt wieder entsprechend rückwärts rotieren. Bellingham, Reus und Co. könnten natürlich wieder reinrücken, muss man mal gucken. Also es haben ja viele Spieler sich aber auch angeboten, zum Beispiel Moda Hut hat ja auch eine gute Leistung in Brügge gebracht. Also könnte auch gegen die Bayern von Anfang an sicherlich spielen. Ansonsten die Ausfälle, die wir schon kennen, ne, Sagadou und Schmelzer ja noch verletzt. Und ja, bei Emre Can läuft die Quarantäne dann, wenn es dann die 14 Tage sind, die sind am Freitag rum. Dann darf er theoretisch wieder raus und auch auf dem Platz. Aber ich glaube, dass da ein Einsatz, auch wenn jetzt Mats Hummels ausfallen sollte, auf jeden Fall zu früh kommt und auch natürlich mit einem gewissen Risiko bei Corona verbunden wäre. Der BVB hatte ja schon bei Manuel Akanji da äußerste Vorsicht walten lassen, hatte noch extra Untersuchungen, glaube ich, der Lunge machen lassen vom Mannschaftsarzt, und das wird bei Emre Can jetzt wahrscheinlich genauso sein. Er hatte ja schon ein paar Videos oder ein paar Fotos gepostet jetzt die letzten Tage, einmal im Kraftraum bei Instagram, und gestern auch hat er das Spiel natürlich verfolgt, hat er auch ein Bild gepostet, also scheint ihm ganz gut zu gehen, aber ich denke mal, dass er dann erst wieder nach der Pause wieder zur Verfügung steht.
Das heißt, diese Ausfälle, die du genannt hast, die sind leider zu verzeichnen. Aber insgesamt darf man festhalten, der BVB geht mit einem großen Kader in das Top-Duell des Wochenendes, der eigentlich sogar gesamten Saison, denn das ist der absolute Kracher der derzeit beiden besten deutschen Mannschaften, der da am Samstag auf uns wartet. Was erwartest du vom Spiel? Erwartest du einen BVB, der von Anfang an Attacke geht? Ja, davon gehe ich aus, aber ist natürlich irgendwie schwer einzuschätzen. Die Bayern kann man gerade auch nicht so ganz hundertprozentig greifen, weil sie gewinnen zwar ihre Spiele auch mitunter recht deutlich, jetzt wieder in Salzburg 6-2, aber sie haben dann auch immer Phasen, wo sie dann auch mal schwächeln. So, wenn, auch wenn es so eine Viertelstunde oder 20 Minuten ist, in Salzburg lagen sie hinten, davor in Köln war es auch ziemlich eng für ihre Verhältnisse, bei einem Gegner, der ja nun aktuell auch in der Bundesliga wahrlich nicht die Sterne vom Himmel spielt. Also ich würde sagen, sie sind natürlich immer noch in einer herausragend guten Form, aber ich glaube aktuell nicht ganz so stark, wie sie vielleicht in der vergangenen Saison waren. Und da war das Spiel, wenn wir uns zurückerinnern, im Signal Iduna Park ja auch das Topspiel damals, auch ziemlich ausgeglichen. Und Bayern haben unterm Strich, glaube ich, dann auch zwar verdient gewonnen, aber es war im Prinzip ein Spiel auf Augenhöhe. Es gab ja dann noch diese Elfmeterszene mit Boateng, mit der Handgeschichte. Ja, wie du gesagt hast, also ich glaube schon, dass sie draufgehen werden. Das ist nun mal ihr Trumpf und die Defensive steht ja auch in dieser Saison wirklich hervorragend, auch wenn die Gegner natürlich jetzt mitunter im Angriff jetzt wirklich nicht so viel zustande gebracht haben wie Schalke, St. Petersburg, Brügge jetzt auch nicht. Aber es bringt natürlich das nötige Selbstvertrauen, wenn man, glaube ich, in 5 von 7 Spielen jetzt, glaube ich, zu 0 gespielt hat. Viererkette hat jetzt auch funktioniert. Die hatte ja in der Vorbereitung nicht so wirklich funktioniert, wo Lucien Favre die getestet hatte. Klappt jetzt auch, trotz Personalmangel. Also die Voraussetzung wird gut und es wird auch, glaube ich, mal wieder Zeit, dass der BVB die Bayern mal wieder ärgert. Ich glaube, von den letzten 7 Spielen 6-mal verloren. An den einen Sieg können wir uns, glaube ich, alle noch gut erinnern. Dieses wirklich sehr euphorische 3-2 mit Doppelpack von Reus und dann Alcacer nach dem Konter, wo Bayern auch 2-mal geführt hat. Ja, die Fans fehlen. Das Thema hatten wir schon oft. Das wird jetzt auch am Samstag leider so sein. Aber ich denke, es wird ein 50-50-Spiel. Ein 50-50-Spieler, du hast es gerade schon mal ganz kurz angerissen. Keine Wucht wird von den Rängen kommen, keine Fans, die den BVB da nach vorne peitschen. Dürfen die Bayern darüber glücklich sein? Was glaubst du? Ja, das ist, glaube ich, auch wieder spielerabhängig. Ne? Also, wenn man dann mal so Aussagen von Oli Kahn früher gehört hat, der fand das ja immer richtig geil. Da kam mir dann auch immer so eine ganze Tonne Bananen dann von der Südtribüne runtergeflogen. Also der konnte sich durch sowas motivieren. Das ist natürlich dann immer ein bisschen individuell. Ich hatte gerade schon über Mo Dahoud gesprochen. Dem scheint das ja ganz gut zu tun, wenn nicht so viele Zuschauer oder keine da sind. Aber ich glaube, dass sowohl die Bayern als auch die Dortmunder lieber vor Fans spielen würden. Seien es jetzt 80.000 oder wie es dann vor ein paar Wochen auch mal 9.000 oder 11.000 waren. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, sei dann dahingestellt, aber ich glaube, dass in der aktuellen Situation das alles sich so ein bisschen relativiert und alle froh wären, wenn wieder Zuschauer im Stadion sein würden. Aber ich glaube, dieses Jahr werden wir das wahrscheinlich nicht mehr sehen. Auf den sich viele BVB-Fans freuen, den sie dann hoffentlich bald zu sehen bekommen. Vielleicht nicht live im Stadion, aber dann zumindest vor dem Fernseher sitzend. Das ist der Youssoufa Moukoko, der bis jetzt natürlich noch nicht für den BVB spielen durfte. Er war noch zu jung. Bring uns auf den aktuellen Stand. Ab wann darf er theoretisch denn für den BVB, für die Profis, auf den Rasen? Ja, der BVB hatte ja mit Unterstützung der anderen Bundesliga-Vereine diese Regeländerung auf den Weg gebracht, dass die Spieler dann schon ab dem 16. Lebensjahr oder mit Vollendung des 15. Lebensjahres dann am 16. Geburtstag in der Bundesliga auflaufen dürfen. Das ist dann bei Youssoufa Moukoko am 20. November der Fall und einen Tag später spielt der BVB ja dann nach der Länderspielpause in Berlin. Also ohne jetzt zu große Erwartungen schüren zu wollen, könnte er da sein Comeback geben und wäre dann natürlich auch entsprechend jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, den Rekord wird er dann ohnehin brechen, ob er jetzt dann in Berlin spielt oder eine Woche oder 2 Wochen später. Er hat jetzt allerdings die letzten 2 oder 3 Wochen nicht hier mit den Profis trainiert, sondern mit der Jugend. Da gibt es ja jetzt die Problematik, dass da aufgrund der neuen Einschränkungen der komplette Spielbetrieb ruht. Es wird nur noch trainiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er heute hier wieder mittrainiert hat, aber ich denke mal, dass spätestens er dann nach dem Bayern-Spiel, also in der Woche, wenn dann die Nationalspieler auch weg sind, dann wird der Kader ja eh deutlich kleiner, dass er dann wieder voll dabei ist und dann, wie auch schon seit Saisonbeginn, als festes Kadermitglied dazugehört und dann auch spielen wird. Darauf freuen wir uns. Bis dahin ist immer noch ein bisschen Zeit und vorweg natürlich erstmal das Spiel gegen den FC Bayern. Hand aufs Herz, was denkst du am Samstag? Kann der BVB die Bayern packen?
alles ist möglich, um Lucien Favre zu zitieren. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, dass es ein Unentschieden wird. Wichtig ist, glaube ich, so die Botschaft des Spiels, dass man sieht, dass der BVB da auf Augenhöhe agiert. Man zu Hause war es ja jetzt immer, die letzten Jahre immer ungefähr ausgeglichen, auch wenn man dann mal vielleicht 1-0 oder 1-2 verloren hat. Wie gesagt, einmal 3-2 gewonnen, aber die Spiele in München, also das ist ja eine Horrorbilanz, wenn man jetzt mal den Supercup abzieht, der war ja ziemlich ausgeglichen, aber davor die Spiele, war ja eine einzige Vollkatastrophe. Deswegen würde ich mal sagen, dass es natürlich auch auf den einen Punkt oder die drei Punkte ankommt, aber auch aufs Auftreten der Mannschaft an sich, ne, Mentalitätsdebatte und so weiter, hatten wir ja alles schon zuhauf. Deswegen denke ich mal, dass da auch ein wichtiges Zeichen von ausgehen könnte. Da sind wir auch gespannt, wie es ausgeht. Und eins steht fest, die gesamte Liga, gesamtes Fußball-Deutschland wird auf dieses Spiel in Dortmund gucken am Samstag. Und es wird wahrscheinlich nicht wenige geben, die dem BVB die Daumen drücken gegen die Langeweile, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht. Vielen Dank, Flo, an dieser Stelle für deine Einschätzung und komm gleich ins Warme nach der kalten Zeit vorm Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Danke, Florian Gröger. Ciao. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich sei noch an dieser Stelle ans Herz gelegt, alles rund um diesen Liga-Kracher gibt es schon vor der Partie, mit Vorberichten, mit ein paar Bonbons, die wir uns überlegt haben, mit Michael Rummeniger haben wir gesprochen im Vorfeld. Sie bekommen im Vorfeld alle statistischen Werte, die Sie brauchen vorm Spiel. So ein bisschen Angeberwissen ist dabei, um dann vorm Spiel auch punkten zu können im Freundeskreis. Und natürlich vor dem Spiel unsere große Live-Show am Samstag ab 17.45 Uhr auf ruhrnachrichten.de. Alles rund um das Spiel, Live-Schalten zu unseren Reportern und auch in der Halbzeitanalyse und nach dem Schlusspfiff auch die große Bilanz des Liga-Krachers. Und auch nach dem Spiel natürlich bei ruhrnachrichten.de das ganz große Fanpaket mit allem, was man zum Spiel braucht. Reinklicken auf ruhrnachrichten.de, lohnt sich also am Samstag rund um dieses Spiel.